Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und heute haben wir ein sehr spannendes Depot und jede Menge zu lernen hier bei Aktien mit Kopf. Und zwar werde ich mir heute das Depot von Jörg anschauen. Jörg ist 29 Jahre alt und ist von Beruf Polizist. An dieser Stelle also vielen Dank für deinen Dienst, Jörg. Und wir schauen uns jetzt an, was Jörg in seinen letzten Jahren, wo er an der Börse tätig ist, so gemacht hat und ob man nicht vielleicht an der einen oder anderen Stelle was optimieren kann. Wie gesagt, das ist von meiner Seite aus keine Investmentberatung, sondern ich stelle mir immer vor, was würde ich an seiner Stelle tun, was sind meine Gedankengänge. Und er hat mir auch einen kleinen Text dazu per E-Mail geschickt. Und wir gehen jetzt einfach mal hier sein GetQuinn-Depot durch. GetQuinn ist ja eine ganz simple App, mit der man sein Depot online und digital einfach anschauen und vergleichen kann. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Und hier sehen wir, wenn wir uns jetzt direkt das Depot von Jörg anschauen, dass er mittlerweile 63.000 Euro schwer ist, was das Gesamtdepot angeht. Das Coole ist, er hat auch gleich noch seine Gesamt-Asset-Allocation mitgeliefert. Die sehen wir hier und da sehen wir, okay, das Aktiendepot mit 63.000 Euro macht so ungefähr ja, fast drei Viertel oder ein bisschen mehr sogar als drei Viertel des Gesamtvermögens aus, wenn er hier Sachwerte, Anleihen, Fremdwährungen und Edelmetalle dazu zählt. Allerdings muss man auch sagen, hat er mir geschrieben, lebt er auch in seiner eigenen Immobilie, die er gerade auch monatlich tilgt. Also kann man schon mal sagen, Jörg ist eigentlich auf dem besten Weg, das erste Etappenziel, nämlich 100.000 Euro Vermögen zu haben, bis zum 30. Lebensjahr zu erreichen. An dieser Stelle schon mal Glückwunsch dazu. Und er schreibt hier außerdem noch, dass er 1.500 Euro extra zum Investieren übrig hat. Das finde ich dann doch schon recht imposant. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Gehaltstabelle eines Polizeibeamten ist, aber wenn du jetzt 29 Jahre alt bist, dann wirst du ja bisher wahrscheinlich noch kein Oberkommissar oder so sein. Keine Ahnung, ich kenne da die Dienstgradstruktur noch nicht ganz genau. Vielleicht, wenn man da ja so eine Art Offizierslehrgang macht, ähnlich bei der Bundeswehr, dann wird man wahrscheinlich auch besser verdienen als Polizist. Aber man muss dazu auch sagen, neben der Tilgung der Immobilie und natürlich seinen ganzen monatlichen Kosten kommt noch dazu, dass er noch einen Nebenjob in der IT-Branche hat, wo jeden Monat natürlich auch noch so ein bisschen Geld dann zusätzlich reinkommt. Und dann finde ich das schon durchaus realistisch, dass man eben 1.500 Euro im Monat investieren kann. Das macht er auch fleißig seit, hier sieht man es, Anfang so 2017 hat er also eigentlich schön den ganzen Bullenmarkt hier in den letzten Jahren mitnehmen können und hat halt regelmäßig investiert. Und die Gesamtrendite von diesen 63.000 Euro, die sehen wir hier unten, wenn wir ein bisschen weiter runter scrollen, hier seht ihr es, 14.000 Euro. Und das ist auch so das Interessante, was ich immer wieder sehe, wenn ich hier solche Depots mir anschaue. Ihr erinnert euch vielleicht auch an Armin aus dem letzten Video, dass die Zahlen zwar und die Depotvolumina immer andere sind, je nachdem, wie viel man natürlich auch monatlich ansparen kann und natürlich auch ein bisschen, wie glücklich das Händchen war, das man in den letzten Jahren hatte und aber natürlich auch, seit wann man investiert. Das ist variiert immer, aber was ich immer interessant finde, egal in welcher Berufsgruppe, egal bei welchem Einkommen, immer wenn jemand anfängt zu investieren, sich mit der Kapitalanlage und so weiter zu beschäftigen, dann sehen in den letzten Jahren eigentlich die Entwicklungen generell sehr gut aus. Und das kann man natürlich hier an dieser Stelle natürlich nur beglückwünschen und auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg beim Investieren. Neben also der Immobilie und dem Aktiendepot hat er auch einige andere Assetklassen noch. Da schon mal von mir so ein kleiner Tipp hier gleich am Anfang. Du hast jetzt hier zum Beispiel bei Bondora Go and Grow das als Anleihe. Corona, sorry, mit definiert. Und ich würde natürlich sagen, ja, bevor du jetzt irgendwie die P2P-Einnahmen oder auch die Investments dort, du schreibst dich hier selber, du hast die 400 Euro Go and Grow, die nutzt du jeden Monat bei Bondora. Die natürlich jetzt nicht mit einem klassischen Anleihen-Investment zu vergleichen. Weil auch wenn jetzt natürlich
die Go-and-Grow-Struktur von einem P2P-Investment wirklich ähnlich ist, weil du eben auch hier eine hochliquide Anlage hast, die du jederzeit liquidieren kannst, so ist es dann doch rein rechtlich nicht genau wie eine Anlage zu betrachten, die du ja eben auch zumindest in Europa über einen Börsenhandelsplatz und so weiter veräußern kannst und die wirklich sehr hochliquide ist und wo du auch keine hohen Schwankungen hast. So ist es dann eben bei einem Go-and-Grow-Investment so, dass in einem Zweifelsfall, und das steht ja auch so tatsächlich genau im Vertrag so drin, eben auch die Auszahlungen ausgesetzt werden können, sodass man eben nicht so schnell sein Investment dort liquidieren kann. Das heißt, an dieser Stelle, sofern dir diese Begriffsunterschiede klar sind und du jetzt einfach sagst, okay, ich bündle alles das unter eben diesem Thema Fremdkapitalanlagen, vielleicht ist das die bessere Überbezeichnung und du dir jetzt bewusst, dass so ein Investment eben auch gewisse Risiken mit sich bringt, dann ist das vollkommen okay. Ich persönlich würde allerdings sagen, die 400 Euro im Monat, ich meine, das ist nicht ganz wenig Geld, die würde ich wahrscheinlich, wenn jetzt P2P allgemein auch für mich eine Investmentklasse ist, wo ich investieren will, die würde ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr streuen auf unterschiedliche Plattformen, weil jetzt einfach so all in nur einer einzigen P2P-Plattform zu sein, auch wenn es Bondora ist, die ich selber auch größtenteils bevorzuge und die sehr lange schon am Markt ist, finde ich dann doch ein bisschen zu konzentriert als P2P-Investment. Also da kannst du dir zum Beispiel auch im Immobilienbereich sowas mal wie Estate Guru oder so anschauen, wo du durchaus auch andere P2P-Investments finden kannst. Also so viel das erstmal schon mal von meiner Seite aus. Ansonsten hier, wie gesagt, Sachwerte sowie Lego-Investments sind da drin. Seine Immobilie zählt hier nicht dazu. Und Edelmetalle, Gold und Bitcoin und so hat er, glaube ich, auch ein paar Investments getätigt. Ja, jetzt sind wir mit der Gesamt-Asset Allocation auch schon mal soweit ganz gut durch und sehen jetzt hier auch schon die einzelnen Aktienpositionen. Und er schreibt zu seiner Strategie, dass er jetzt erstens keine ETFs besitzt und dass er größtenteils eben auch keinen Wert jetzt, so wie nicht wie im letzten Beispiel, auf Dividenden legt, sondern vor allem erstmal auf Wachstum fokussiert ist und dann später immer noch umschichten möchte. Und das kann man auch direkt hier an seinem Depot und an der Aktienauswahl sehen. Wir haben da zwar Dividendenwerte unter anderem mit drin, aber wenn man sich jetzt hier die Dividenden beispielsweise anschaut, dann sieht man, okay, er hat jetzt hier beispielsweise im Februar schon so ein paar Dividenden bekommen, allerdings nicht viel. Das sind jetzt hier nicht 3.500, sondern 3,50 Euro. Ja, dann im März über 150 Euro. Das heißt, es werden dann wahrscheinlich so im Gesamtjahr 2021 vielleicht 1.000 Euro Bruttodividende oder so. Der größte Teil davon ist natürlich auch dann steuerfrei im Rahmen der Abgeltungssteuer, Freibetrag und so weiter. Da wird es natürlich auch mal Zeit, dass das endlich angepasst wird. Am besten auf 5.000 oder sogar 10.000 Freibetrag pro Jahr. Aber mich fragt ja keiner. Ja? Müsst ihr halt im September richtig wählen und dann werdet ihr vielleicht in Zukunft damit auch belohnt werden, dass eben diese Freibetragsgrenze bei den Kapitalerträgen endlich mal entsprechend ordentlich angehoben wird, weil meiner Meinung nach werden Aktien im Rahmen von allen Anlageklassen sowieso schon heftig diskriminiert, weil man eben nicht die Möglichkeit hat, diese auch nach beispielsweise 5- oder 10-jährigem Besitz steuerfrei für sich privat seine Altersvorsorge veräußern zu können. Und da wir in einer Gesellschaft leben, die ja auch Minderheiten entdiskriminieren möchte, fände ich es hier nur allzu sinnvoll, wenn man eben auch die Aktien als Aktienanlage eben mal auch entdiskriminieren würde und eben auch diese Steuervorteile, die man ja bei Immobilien oder auch bei Kryptowährungen und so weiter hat. Insgesamt, was die gesamte Aufteilung der einzelnen Aktien angeht, sehen wir hier, Nordamerika macht den größten Anteil, EU kommt dann als zweites mit 14% und dann kommen Schwellenländer, Asien und so weiter. Da würde man jetzt auf den ersten Blick, wenn man so ein Kreisdiagramm sieht, natürlich gleich sagen, ui, das sieht aber aus wie so ein sehr starkes Klumpenrisiko hier auf USA. Und es gibt auch andere Investoren, mit denen man immer mal wieder so spricht, die sagen, ja, sie sehen eine zu hohe USA-Exposure auch nicht als gut an. Ich persönlich, ich habe deswegen auch wunderbar Unternehmen aus Europa, aus Deutschland im Depot, aus Polen, aus vielen verschiedenen anderen Ländern. Aber trotzdem muss man auch so hier ein bisschen den Ball flach halten. Schaut ihr euch beispielsweise den MSCI World an oder so, ich glaube, der hat auch 60% USA mindestens. Was die Marktkapitalisierung angeht, das muss man natürlich auch im Kontext setzen, wenn man hier von
Home Bias oder so weiter spricht. Wenn du jetzt beispielsweise hier diese 76% irgendwie in Nigeria irgendwie investiert hättest, wo die Marktkapitalisierung insgesamt der einzelnen Unternehmen natürlich viel niedriger ist als das, was den Gesamtmarkt widerspiegelt und entspricht, dann könnte man wahrscheinlich weitaus eher von einem Klumpenrisiko sprechen. Aber so ist das ja eigentlich nur diese standardmäßige Verteilung, die auch im MSCI World sowieso gegeben ist. Und jeder, der jetzt sagt, boah, das ist ein Klumpenrisiko, müsste das Gleiche auch für jeden ETF-Investor sagen, der sagt, ja, ich bin im MSCI World investiert. Ja, was die einzelnen Aktien angeht und die einzelne Auswahl, da sehe ich hier eigentlich auch eine sehr gute Diversifikation, sowohl um die verschiedenen Branchen als auch so die einzelnen Titel. Ich zähle jetzt hier so ungefähr 39 bis 40 Aktien und auch wenn er jetzt zum Beispiel keine ETFs hat, ja, meiner Meinung nach kann man in der heutigen Zeit mit 15 bis 20 gut diversifizierten Aktien eigentlich schon sehr, sehr, sehr gut diversifizieren. Und das ist aber immer auch eine Frage, die jeder sich selber so ein bisschen stellen muss. Wenn ich in mein Depot schaue und ich habe ja auch immer mal wieder einige Kandidaten dabei, die in letzter Zeit nicht so gut performt haben, sowas wie CD-Projekt oder so, was ich auch immer öffentlich zeige, dass das trotzdem insgesamt durch mein Depot sehr gut abgefedert wird. Und obwohl ich jetzt nicht irgendwie 40, 50 Aktien drin habe, ich eigentlich eine sehr gute Diversifikation habe. Und ich sehe das auch immer wieder in meinem Depot zum Beispiel. Da sind jetzt nur noch, ich glaube, 15, 16 Aktien drin. Dass es auch sehr häufig der Fall ist, dass wenn die Tech-Aktien in Amerika zum Beispiel mal stark korrigieren an einem Tag, nicht im selben Zuge sowas wie BioNTech oder Playway oder so korrigiert. Das heißt, dass die eigentlich auch in sich geschlossen eine ganz gute Abrundung bilden, wobei mir diese tägliche Schwankung sowieso nicht so wichtig ist. Aber das muss man ja auch immer mit sich selber ausmachen. Fakt ist, und das kann man auch sehr gut bei jemand wie Peter Thilo Hasler beispielsweise nachlesen in seinem letzten Buch, dass schon eine Aktienanlage in 15 bis 20 Unternehmen sehr gut diversifiziert sein kann. Und das liegt natürlich unter anderem auch daran, dass viele Unternehmen in sich ja selber schon fast eine Art ETF sind. Wenn du jetzt so ein Unternehmen wie LVMH nimmst, ja, oder Microsoft oder Berkshire Hathaway oder Itochu, ja, über die wir demnächst jetzt am Sonntag die Aktienanalyse machen werden, das japanische Unternehmen, die haben dann teilweise 100, 200 Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt und dann ist es ja jeweils schon fast eine Art ETF, ja. Also so viel von mir dazu, nur weil irgendwie ETFs in den letzten Jahren immer populärer sind und ja, ich habe auch ETFs, finde ich jetzt nicht, sollte man auf diesen Zug aufspringen, um das als den heiligen Gral anzusehen und jeder, der irgendwie noch was anderes im Depot hat, den sollte man irgendwie auf dem Scheiterhaufen legen oder so, ja, von daher, ich sehe da überhaupt gar kein Problem, wenn man jetzt hier auch mal keine ETFs im Depot hat. Und was die einzelnen Aktien angeht, mache ich jetzt hier auch keine großen Klumpenrisiken ab. Ich meine, entsprechend der Marktkapitalisierung sind zum Beispiel Nvidia und Microsoft hier sehr hoch gewichtet, was unter anderem auch an der sehr guten Performance hier bei ihm im Depot liegt. Aber das sind entsprechend auch mit die größten Unternehmen insgesamt, von denen die er hält. Und abgesehen davon sieht man hier eigentlich sehr schön, dass die Unternehmen einzeln gesehen eigentlich eine ziemlich gute Diversifikation haben. Also er hat jetzt hier auch keine wirklich Titel, die sehr stark übergewichtet oder so sind. Ja, und dann nutze ich hier diese Depot-Reactions auch immer, um so ein bisschen auch auf einzelne Unternehmen einzugehen. Und da suche ich mir immer ganz gerne auch welche raus, die halt eben nicht schon an jeder Ecke und an jedem Ende hier vorgestellt wurden. Und eins, was ich mir als erstes raussuchen wollte, was er hier auch im Depot hat, ist Waste Management. Und ihr erinnert euch vielleicht an Waste Management. Da habe ich nämlich mal mit Jonathan schon vor Jahren zu einem Podcast gemacht. Und Waste Management, kann man wirklich sagen, ist eines der absolut sichersten Unternehmen, die an der Börse sind, wenn man das so sagen darf, überhaupt natürlich mit den entsprechenden Disclaimern. Ihr wisst, jedes Aktieninvestment kann immer ein Totalverlustrisiko mit sich bringen. Aber Waste Management, ja, egal ob die Börse hochgeht, egal ob die Börse runtergeht, egal was mit der Konjunktur passiert, die haben einfach in den USA vor allem ein quasi Monopol auf viele Mülldeponien, wo sie halt eben
Waste Management machen. Also sie sammeln nicht nur den Müll von vielen Millionen Unternehmen und Bürgern und so, sondern sie sind auch im Bereich Energiegewinnung aus diesem Müll und so weiter tätig. Und ohne Müllabfuhr, ohne Müllmanagement kann keine Gesellschaft, egal ob die Wirtschaft steigt oder fällt, halt eben lange aushalten. Also wenn hier jetzt irgendwie nur 2-3 Tage mal die Müllabfuhr nicht kommen würde, dann würde es einfach innerhalb von kurzen Abständen einfach gar kein richtiges Leben mehr geben können. Ja? Also Müll und Müllwirtschaft ist eben nicht ein sexy Business, wie Peter Lynch sagen würde, aber ein extrem wichtiges Business. Und hier, die haben eine absolut saubere Nettomarge schon über Jahre, ist auch, glaube ich, eine der größten Positionen bei Bill Gates in seiner Stiftung drin, nicht umsonst nur deswegen. Und über auch Aktienrückkäufe und so konnten sie ein gutes Gewinnwachstum auch in den letzten Jahren erzielen. Und wenn man sich jetzt hier die Bewertung anschaut, ja, die ist natürlich nicht mehr ganz niedrig im aktuellen Börsenzyklus, aber Waste Management gehört meiner Meinung nach eben auch zu den Unternehmen, die im Falle einer Korrektur oder im Falle sogar eines Crashs auch nicht so stark fallen werden wie eben die ein oder anderen Tech-Stars wie Palantir und andere, die jetzt in den letzten Jahren halt wirklich oder in den letzten Monaten, muss man manchmal auch sehr stark sagen, richtig, richtig stark gestiegen sind. Ja, wenn man jetzt auch hier zum Beispiel sich anschaut, die Entwicklung während der Finanzkrise, das ist für mich auch immer eine wichtige Kennzahl, auch im Hinblick auf potenziell zukünftige Korrekturen und so, weil man muss immer wissen, die Corona-Pandemie, ja, die hat dazu geführt, dass Kurse sehr stark in den Keller gegangen sind und so, aber trotzdem gab es viele Unternehmen, die keine großen Umsatz- oder Gewinnrückgänge haben. Manche haben sogar neue Rekorde und so erwirtschaftet. Aber die Finanzkrise war viel heftiger, weil es war gleichzeitig auch eine Kreditklemme. Es gab zu dem Zeitpunkt auch noch relativ hohe Zinsen und das hat eben dazu geführt, dass viele Unternehmen sich nicht mehr so einfach refinanzieren konnten. Und gerade die überschuldeten Unternehmen hatten massive Probleme. Und wenn man sich jetzt hier beispielsweise Waste Management anschaut, schaut mal, die sind gerade von 2009 auf 2008, also in dem Krisenjahr, sind sie im Umsatz gerade mal um 12% rückläufig gewesen. Und der Gewinn ist nur 9% eingebrochen und sie haben immer noch einen soliden Gewinn erwirtschaftet. Ja? Und von daher, das ist kein Unternehmen, was jedes Jahr verlässlich den Gewinn immer weiter steigert und so. Es gibt immer mal wieder auch Schwankungen, aber es ist halt eben eine sehr sichere und solide Bank im Vergleich zu vielen anderen. Und deswegen finde ich eine durchaus clevere Wahl, die er hier getroffen hat. Ja? Die nächste Aktie, die er hat, ist schon ein bisschen ein anderes Thema. Er hat ja gesagt, er hat keine ETFs im Depot, aber was ähnliches, nämlich ein Digital Realty Trust. Und ihr kennt ja, hier steht es auch, Real Estate REIT oder REIT ausgesprochen, ist ja ähnlich von der Konstruktion her häufig wie ein ETF, nur mit der Besonderheit, dass REITs einen Großteil ihrer Gewinne, die sie erwirtschaften, eben auch an die Anleger auszahlen müssen per Gesetz. Dafür kriegen sie dann wiederum auch diverse Steuervorteile und so, Abschreibungsmöglichkeiten, also das, was sie auch von der Steuer absetzen können und eben haben sie eigentlich teilweise auch sehr viel niedrige Steuersätze. Und Digital Realty Trust, was machen die nun? Also die haben nicht irgendwelche cloud-basierten Service-Dienstleistungen, wo sie irgendwie dann Speicherkapazität oder Rechenleistung oder so vermieten, wie es Amazon macht, sondern was sie machen ist, dass sie Immobilien betreiben, die Daten- und Rechenzentren und so weiter anbieten und auch Dienstleistungen in diesem Sektor. Also je mehr Daten es ja auf der ganzen Welt gibt und Palantir und Google und Tesla und Waymo und wie sie alle heißen sammeln, desto mehr von diesen riesigen Datencentern braucht man natürlich, um dort entsprechend diese ganzen Rechendienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wie viele Milliarden damit verdient wird mit Daten, dann kann man sich ja auch vorstellen, dass die Immobilien und die Energiewirtschaft die Funktionsfähigkeit von den Datenzentren extrem wichtig ist. Und da einen verlässlichen Partner zu haben, ist schon nicht ganz unwichtig. Und das hat der Markt eben auch bei Digital Realty Trust erkannt. Deswegen ist die Aktie auch schon mittlerweile 45 Milliarden US-Dollar wert. Und deswegen sind auch in den letzten 5 Jahren die Umsätze ziemlich stark gewachsen bei Digital Realty Trust. Aber es gibt auch so, finde ich, also man kann natürlich einerseits sagen, ja, das ist ein Wachstumsmarkt
und die Notwendigkeit, immer neue Datenzentren und so weiter zu bauen, ist weiterhin gegeben. Aber man muss auch sagen, es ist jetzt nicht wirklich so ein heftiger Burggraben, den man sich hier aufbauen kann. Weil im Gegensatz zu beispielsweise Waste Management, die eben ein Monopol auf verschiedene Mülldeponien und so weiter haben, und du kannst eben nicht so viele Mülldeponien in irgendeinem Standort bauen, wie du eben gerne hättest. Warum? Weil ich versuche mal hier, okay, Magaluf ist ein schlechtes Beispiel, weil ganz Magaluf ist eigentlich eine einzige Mülldeponie. Aber du kannst halt eben nicht irgendwo in der Innenstadt oder irgendwo einfach sagen, passt mal auf, wir bauen jetzt hier eine Mülldeponie. Du brauchst natürlich entsprechend Genehmigungen, lange Verfahren und so weiter. Aber wenn es jetzt um Datenzentren geht, da kann man sich jetzt keinen wirklich extremen Burggraben irgendwie aufbauen. Und das sieht man eben auch so ein bisschen an ihren Margen in den letzten Jahren. Wenn man sich hier anschaut, die Nettogewinnmarge 2020 lag sie gut. Das ist natürlich so ein bisschen so ein Sonderfall. Aber wenn ihr jetzt auch anschaut, die Nettogewinnmargen sind jetzt hier irgendwie alles andere als stabil. Also die waren auch 2013 zum Beispiel schon mal deutlich höher, sind dann ordentlich irgendwie hier wieder runtergegangen. Das heißt, sie haben eben nicht so viel Pricing Power, weil es einfach viele andere Angebote gibt, die eben dieser ständig steigenden Nachfrage eben auch entsprechen. Und das ist schon ein wichtiger Punkt, den man hier beachten muss, gerade wenn man auf die aktuelle Bewertung schaut und sieht, dass die jetzt auf den zu erwartenden Gewinn 2021 schon eine Bewertung von 65 haben, dann ist vielleicht ja das jetzt nicht unbedingt der beste Kaufzeitpunkt, meiner Meinung nach. Auch wenn man sich jetzt hier eine andere Sache auch so anschaut, die so ein bisschen das unterstützt, was ich gerade gesagt habe, nämlich, ich zoome mal hier so ein bisschen ran und hier haben wir so die Occupancy, also wie viel sozusagen von der Fläche, die sie zur Verfügung stehen haben, eben tatsächlich auch genutzt wird von anderen Firmen, die das anbieten und so. Und diese Occupancy lag jetzt zum Beispiel bei 84% und noch vor einigen Jahren, wenn man die Daten vergleicht, war die bei über 90%, okay? Also es ist jetzt nicht eine gottgegebene Wahrheit, dass man auf Dauer immer mit dieser Aktie Rendite erwirtschaftet. Sie sind in einem Wachstumstrend, sie sind auch sehr gut gelaufen, sie haben auch sehr gute Zahlen geliefert jetzt gerade, die den Konsensus geschlagen haben, aber trotzdem sehe ich hier auch einige Risiken. So viel einfach nur zu dieser Aktie. Und hier seht ihr auch nochmal kurz, wenn ich in sein Depot reinschaue, da Digital Realty Trust, da ist diese Aktie eben auch vorhanden. Aber auch jetzt nicht stark übergewichtet und so, von daher auch alles in Ordnung. Und als letzte Aktie, wo habe ich sie hier mir rausgesucht? Wall Street Online wollte ich auch nochmal thematisieren, weil die habe ich jetzt auch auf Aktien mit Kopf noch nie besprochen. Ja, es gab ja so einige deutsche Small- und Mid-Caps, die ja wirklich seit Corona-Pandemie sich teilweise verzehnfacht haben. Ja, also ob es jetzt sowas wie die Baader Bank ist oder Lang- und Schwarz-Aktie, ja, auch Flatex DEGIRO ist sehr gut gelaufen. Und Wall Street Online ist eben auch ein Profiteur davon. Und Wall Street Online, die haben aber so ein bisschen anderes Geschäftsmodell als jetzt beispielsweise Lang- und Schwarz oder auch als Flatex DEGIRO, weil sie haben eben nicht nur einen Broker, nämlich den Smart Broker, der zu Wall Street Online mit dazugehört, sondern sie betreiben auch Social Media und Content-Plattformen, wie zum Beispiel eben das entsprechende Forum Wall Street Online. Und ich habe euch das Ganze mal einfach hier kurz aufgerufen in ihrer eigenen Investor-Präsentation. Da sieht man eigentlich ganz gut auch die Aufteilung. Man sieht ja einmal Social Media, das gibt es schon seit 1998, also das Wall Street Online Forum natürlich, wo auch der Rainer Titelmann beispielsweise für schreibt. Aber die haben auch eben noch das Finanzportal Arriva, was ja so ein bisschen so eine Konkurrenz auch zu Finanzen Net ist vom Springer Verlag, dann gibt es halt börsennews.de und finanznachrichten.de. Finanznachrichten.de ohne jetzt Sponsoring oder irgendwas, also ich bekomme jetzt ja für kein Geld, ja, aber finanznachrichten.de habe ich mir auch hier irgendwo, ich glaube hier habe ich es mir gebookmarkt auf dem Laptop da, ist eine super Webseite für Ad-Hoc-Nachrichten und so, falls ihr jetzt mal irgendwie so seht, eine Aktie, die ihr im Depot habt, ist stark gefallen oder stark gestiegen und ihr findet in irgendeinem Forum nicht den Grund dafür, dann könnt ihr, wenn ihr bei finanznachrichten.de mal nachschaut, seht ihr sehr häufig die direkten Ad-Hoc-Meldungen der jeweiligen Unternehmen. Dieses Portal wird auch von denen betrieben und hier finanzieren sie sich natürlich zum Beispiel durch Werbung, ja, und Affiliate-Marketing und so weiter und so fort. Dadurch erziehen sich hier natürlich Umsätze und die sind sehr stark gestiegen in jetzt ja, den letzten Quartalen, wie man auch jetzt hier sieht, zum Beispiel, wenn wir uns mal
die Daten anschauen von Wall Street Online AG, die haben jetzt eine Marktkapitalisierung von 340 Millionen Euro, ja, haben 120 Mitarbeiter, hier sieht man hier auch so nochmal so eine kleine Zusammenfassung. Und wenn wir uns jetzt hier anschauen, schaut mal, also seit 2017 gibt es einen ziemlichen Aufwärtstrend und jetzt 2020 war halt eben eine regelrechte Explosion. 2021 wird jetzt auch erwartet, dass die Ergebnisse allgemein wieder gut werden und vor allem hat das eben auch zum ersten Mal wirklich Auswirkungen auf das Ergebnis, dass auch wirklich Gewinn damit erzielt werden kann. Aber die machen eben gesagt seit 2019 eben auch noch den Smart Broker hier und der macht mittlerweile schon 32% der Umsätze aus. Das heißt, das ist auch so ein bisschen so die Wachstumsfantasie bei Wall Street Online, weil obwohl es dieses Segment erst seit zwei Jahren eigentlich kann man sagen gibt, legen die hier schon richtig los und wachsen halt einfach sehr viel schneller als noch in den alten Geschäftsmodellen, wenn ihr so wollt. Und ich hatte ja auch schon in der Flatex DEGIRO Analyse gesagt, dass es jetzt heutzutage eigentlich vor allem auch durch DEGIRO und so weiter möglich ist, dass die tatsächlichen Broker auch einen Teil von dem Kuchen, was verdient wird mit uns Aktionären, die eben Aktien und andere Produkte dort kaufen, tatsächlich bei diesen Unternehmen bleibt und nicht alles weiter an die Makler und an die Börsenplätze und so weiter geht, ja, oder so. Und dann gibt es aber auch noch ein drittes Geschäftsmodell, was nicht ganz so bedeutend ist, die klassische Transaktion hier, Fonddiscount.de. Es ist ja so, viele wissen gar nicht, wie dieser Fondsvertrieb eigentlich in Deutschland läuft. Also nehmen wir jetzt mal als Beispiel den Dirk-Müller-Fonds, auch wenn er jetzt nicht das beste Beispiel ist, weil der Dirk Müller natürlich auch eine entsprechend eigene große Reichweite hat, er also nicht so stark abhängig ist, um eben Fondsanteile zu verkaufen oder den Vertrieb von diesem Fonds zu machen. Aber normalerweise ist es so, dass Fonds immer ja diese Abschlussgebühren und so weiter haben und da zahlt der Kunde, der in diesen Fonds investiert, natürlich Geld, aber es ist nicht so, wie man vielleicht denkt, dass jetzt die Fondsmanager dieses ganze Geld bekommen, sondern ein Großteil von diesen Gebühren geben die eigentlich weiter an die ganzen Banken und anderen Vertriebspartner, die diese Fonds dann eben an die Endkunden weiterverkaufen. Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man jetzt glaubt, man kann mit Fonds ganz schnell reich werden, dann sollte man sich von diesem Gedanken sehr schnell verabschieden. Ja, klar, wenn man natürlich irgendwann mal so 500 Millionen oder sogar eine Milliarde under Management hat, dann wird man natürlich auch einen guten Schnitt machen. Ja, aber davor geht eben sehr viel von dieser Vertriebsarbeit an die ganzen Vertriebspartner. Ja, und Fonddiscount.de ist dann eben eine Plattform von Wall Street Online beispielsweise, die wiederum, wie man auch im Namen schon erkennen kann, eben Discounts gibt und eben neuen Fonds hilft, eben, dass sie vermarktet werden und dann eben halt mit Rabatt zum Beispiel angeboten werden können, weil es halt eben nicht über diesen klassischen Bankenweg gibt. Ja, so viel erstmal zu Wall Street Online. Man muss natürlich auch, wenn man sich so die aktuelle Bewertung anguckt, ganz klar sagen, ja, die sind natürlich sehr heiß gelaufen. Man hat jetzt gerade bei Lang und Schwarz gesehen, es gibt auch immer wieder Nachrichten, die zu einem drastischen Rückgang der Aktien führen können und hier muss man so ein bisschen unterscheiden. Also ich sehe einerseits schon Chancen, gerade in dem Bereich Brokerage. Wenn der Smart Broker weiterhin so gut wächst und weiterhin es schafft, so quasi in diesem ganzen Konkurrenzangebot von Brokern und so zu bestehen, dann denke ich mal, könnte die Aktie jetzt immer noch ein sehr interessantes Unternehmen sein, weil, wenn man sich so die aktuellen Bewertungen von Trade Republic und so weiter anschaut und ihren Finanzierungsrunden, dann werden die ja schon teilweise sehr viel höher bewertet als jetzt diese 340 Millionen, obwohl sie ja zum Beispiel auch Teile von diesen anderen Geschäftsmodellen, die Wall Street Online noch mit am Start hat, gar nicht haben. Ja, also da finde ich das schon, kann das schon noch sehr stark nach oben gehen. Und auf der anderen Seite hängt das natürlich auch immer so ein bisschen von der allgemeinen Börsenstimmung in Deutschland ab. Hier ist auch die Politik natürlich gefragt, jetzt endlich mal so einen entsprechenden Beitrag zu leisten, dass diese Börsenstimmung weiterhin gut bleibt. Zum Beispiel in Form von so einer Aktienrente, was wirklich dazu führen könnte, dass auch breitflächig sich in Deutschland mehr Menschen immer mehr mit diesem Thema auseinandersetzen. Weil ich könnte mir sehr gut vorstellen, wenn tatsächlich irgend sowas mit so einer Aktienrente mal kommt oder so und dann irgendwie du siehst, ein Teil von meines Lohns kann jetzt automatisiert, also nicht nur so eine vermögenswirksame Leistung von irgendwie so zwei Streichhölzern mit irgendwie obendrauf noch so einem Zahnstocher so als Vergleich, ja, sondern wirklich auch substanziell vielleicht 5%, 10% meines
monatlichen Lohns direkt in so eine Aktienrente investiert wird, dass man dann automatisch auch so einen Switch hat zu sagen, ich beschäftige mich mal mehr mit Aktienbörse, abonniere den Kolja, den Aktien mit Kopfkanal auf YouTube und so weiter. Und das könnte natürlich dazu führen, dass entsprechend eben auch die Nutzung von der ganzen Dienste von Wall Street Online eben auch richtig durch die Decke geht, ja. Andererseits natürlich besteht das Risiko darin, dass wenn dich mal wieder so richtige Börsennegativstimmung geht, dass natürlich entsprechend auch viel von dieser Fantasie hier wieder im Kurs abgegeben wird. Das sind eben so die Chancen und Risiken, die man eben immer an der Börse hat. Und ich wollte euch einfach nochmal so drei Unternehmen, die hier bei Jörg im Depot mit sind, vorstellen. Ansonsten kann ich nur sagen, finde ich einfach super, wie er das macht und wie er da rangeht. Er hat mittlerweile auch sogar ein eigenes Wikifolio aufgelegt, hat er gesagt. Und so funktioniert das eben. Arbeit, Aktien, Ausbildung, ne? Er hat einen gut bezahlten Job, der wahrscheinlich auch relativ sicher ist als Polizist, außer wenn man halt irgendwelche komischen Sachen da treibt, ja. Aber ansonsten kann er sich, glaube ich, hier ganz gut weiterhin mit dieser hohen Investitionsquote eine richtig, richtig solide finanzielle Zukunft aufbauen. Und ich wünsche ihm dabei einfach maximal viel Erfolg. Und ansonsten fällt mir jetzt gar nicht jetzt unbedingt so viel dazu ein. Ich habe jetzt hier auch keine Unternehmen irgendwie direkt gesehen, außer sie haben sowieso jetzt irgendwie keine großen irgendwie Anteile, wo man jetzt irgendwie sagen können, oh Mann, was hatte ich denn da geritten oder so. Ja, warum hast du denn in so eine Aktie investiert? Also so ein paar kleine spekulativere Positionen hier sind natürlich vollkommen okay, wie auch Tattoo Chef oder so. Ja, also von daher, ja, way to go. Irgendwann wirst du natürlich dann wahrscheinlich auch den Switch mal machen in mehr Dividendenwerte, aber da hast du noch viele Jahre vor dir. Ansonsten würde ich mal sagen, viel Erfolg noch weiterhin und ich hoffe an die Zuschauer, ihr habt wieder was gelernt. Ich fand es auf jeden Fall richtig cool. Danke für das Depot und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Rationale Grüße. Ciao, ciao.